Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Weihnachtsspezialvideo. Diesmal meine Weihnachtsgeschenke, die ich mir gegönnt habe. Also, wobei eigentlich sollten es nur zwei sein. Das dritte kam sehr überraschend, positiv überraschend. Habe aber noch nicht bezahlt, bezahle ich erst am Januar. So. Gott. Ja, das sind meine drei Weihnachtsgeschenke, die ich mir gegönnt habe. Und das wird auch das dann auf die nächste Zeit hinweg das letzte Odiwa Shoppen großartig sein. Ich wollte dann ab nächstes Jahr anfangen, vielleicht einmal im Monat mir so ein Entfeuchter für die Wohnung zu holen. Ich brauche drei Entfeuchter für mich, drei Entfeuchter für Frauchen, also für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer. Bei mir auch. Und weil die Fenster immer nass sind, unten immer feucht ist. Und ja. Obwohl ich genug Stoßlüften mache, ich heize richtig, ich weiß nicht wo, keine Ahnung, wo da der Fehler ist. Ich also nicht Stoßlüften, also doch Stoßlüften heißt das. Ich mache Stoßlüften, ich heize richtig, ich heize auch nicht zu viel. Genauso wie mein Vermieter sagt, er hat so ein Heft, da wo drin steht, wie warm man die Wohnung haben sollte, von bis und so. Und halt nicht zu kalt und nicht zu warm und alles im grünen Bereich, aber ich habe keine Ahnung. Na egal. Fangen wir an. Nehmen wir erstmal eine große fette. Hoppala. Zuerst. Und zwar habe ich mir eine Xbox Series X geholt. Grüße gehen raus an Shadow. Der hat mir das ermöglicht. Der hat noch eine gehabt. Und die hat er mir für einen fantastischen Preis verkauft. Und also. Eigentlich das, was sie kostet, plus 10 Euro Versand. Ist einfach Knorke. Mehr kann man da nicht sagen. Bei den heutigen Preisen wisst ihr ja selber. Also da nochmal Daumen hoch und fetten lieben Gruß und fettes Dankeschön an Shadow dafür, dass er mir das ermöglicht hat. Da wird auch dann Vergleichsvideo kommen. Xbox bis PlayStation, was mir da gefällt, was mir da gefällt, was verbesserungswürdig ist hier, was da und mein erster Eindruck habe ich ja schon gemacht beim Anschließen. Es kommt noch ein Bericht, wenn ich mich damit ein bisschen zurechtgefummelt habe, weil das Menü ist für mich noch ein Buch mit sieben Siegeln, also da steige ich noch nicht so wirklich hinter. Aber da kommen noch Videos, aber die dann erst im neuen Jahr wahrscheinlich. Weil jetzt kann ich nur noch PC-Videos machen. Ich habe hier noch ein Heizteil, was ich jetzt gleich ohne Video machen werde. Und dann ist Pumpe. Dann ist mein Unboxing-Tisch bis nächstes Jahr belegt. Weil hier kommt der Weihnachtsbaum hoch. Den haben wir gerade auch eben gekauft. Ihr seht, draußen ist dunkel. Es ist jetzt mittlerweile 19:17 Uhr auf dem Freitag. Ich muss auch gleich den Hangout noch vorbereiten. Aber okay. So, dann habe ich mir gekauft. Darauf freue ich mich sehr doll. Das werde ich mit meiner Tochter gucken. Und zwar jetzt, wenn wir uns mal ja, zu Weihnachten, wenn wir dann ja ein bisschen ruhiger machen und so, da habe ich extra aufgehört. Das ist mir schwer gefallen. Ich wollte es am liebsten gleich gucken. Und zwar Lord und Schlumpfi, der lange Weg nach Wacken. Ja, das Regagü, das ist der T-Shirt, das habe ich nicht. Ich habe mir nur die DVD geholt erstmal. Ich werde euch den YouTube-Kanal verlinken von den beiden. Also absolut der Knaller. Das habe ich durch euch ja kennengelernt in einem Reaction-Video auf Twitch. Ich kannte die ja vorher gar nicht. Das ist ja von, ich weiß gar nicht, von wem das von euch kam. Derjenige, der das mir empfohlen hat, kann ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Das war ich. Dass ich mich dafür bedanken kann, dass er mir das empfohlen hat. Und ja, der lange Weg nach Wacken, das kommt halt auch alle paar Monate mal so eine kurze Folge davon auf YouTube. Wie gesagt, den Kanal werde ich euch verlinken. Aber ich wollte jetzt den kompletten Film sehen und ich feiere die Jungs einfach total. Schon, oh Gott, was haben wir denn uns angeguckt per Reaction? Ich glaube vor 2 Jahren oder so. Da war aber von der DVD noch nicht die Rede. So, die kam ja jetzt erst. So. Die habe ich mir geholt. Und im vorigen Hangout war ja Niedermacher mit bei. Da habe ich schon die digitale Version von ihm bekommen. Von der CD, die habe ich auf Stick, dass ich es im Auto hören kann, weil die CD kommt natürlich so, wie sie ist, in den Schrank. Da ist nichts mit, dass die benutzt wird. Und da habe ich mir geholt. Wie steht der Name? Von Ragnar
Rodrigo und hier. Skallensieder oder so. Oh, ich hab gerade meine Lesebrille nicht auf. Wartet mal, ich versuche mal so, dass ihr das so halbwegs ohne Spiegelung raufkriegt. Ja, da habe ich mir die CD gekauft. So. Ah, hier steht sogar was drin, das sehe ich jetzt erst. Für dich, Ase. Liebe Grüße, Ragnar. Geil. Hier ist euer Gruß drin, ihr habt. Warte, zeige ich euch. Ist ja geil. So, das sind meine Weihnachtsgeschenke, die ich mir gegönnt habe zu Weihnachten. Die anderen habt ihr ja schon gesehen. Das Verpacken-Video, das werde ich morgen dann machen. Da wird die Große dann auf den Samstag, ja, da muss die Große dann mal rausgehen, spielen, was weiß ich. Hauptsache, oder Tür zumachen, dass er halt nichts mitkriegt. Da werde ich die Verpacken-Video machen. Meine Sachen werde ich hier nicht, doch, die CD werde ich vielleicht verpacken, dass für mich auch was unterm Weihnachtsbaum liegt. Von Merima kam noch was. Das werde ich dann auch noch verpacken. Heute sollte auch was von Merima kommen, hat sie gesagt. Ist aber nicht. Da hoffe ich, dass es dann morgen vielleicht kommt, dass ich das verpacken kann. Da werde ich dann halt nur den Aufkleber abmachen. Weil beim letzten Mal hat sie mir nicht Bescheid gesagt, deswegen habe ich aufgemacht und weiß schon, was halbwegs was drin ist. Aber bei dem jetzt hier weiß ich ja, dass das, da werde ich dann nur den Aufkleber abmachen und Verpackung drumherum. Und das dann halt auch unter Weihnachtsbaum für mich was ist. Ja. Und dann kann Weihnachten kommen, würde ich sagen. Das soll es jetzt von mir und von meiner Stelle soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Ich hoffe, die Kamera war jetzt richtig eingestellt. Ich habe jetzt nicht geschafft, noch eine Probeaufnahme zu machen, wie ich sonst immer mache, weil die Zeit einfach nicht da ist. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, wünsche ich euch besinnliche Feiertage. Genießt die Tage mit euren Lieben und einen fleißigen, dicken Kerl in Rot. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.